Rund 10 Jahre hat das Staatstheater Cottbus seinen Ring des Nibelungen geschmiedet und dennoch zum großen Wagner-Jubiläum rechtzeitig den Abschluss mit der Götterdämmerung geschafft. Es ist ein besonderer Ring geworden, bei dem das Orchester auf der Bühne platziert ist und die Sänger davor agieren. Martin Schüler, Intendant und Regisseur, hat damit neue und durchaus sinnstiftende Interpretationsmöglichkeiten geschaffen. Wagners Götterdämmerung beschreibt nicht nur die Endzeitstimmung, den Untergang, sie vollzieht auch eine Art Rückschau auf Vergangenes. Noch einmal begegnen wir Siegfried, dem jungen, verwegenen Helden, der sich alles im Handstreich eroberte, den bisher keiner das Fürchten lehren konnte. In der von Bosheit, Machtgier und Neid korrumpierten Welt der Giebichungen jedoch stößt er an seine Grenzen. Siegfrieds mächtiger und letztlich auch unüberwindlicher Gegenspieler ist Hagen, der Sohn Alberichs. Er hat ihn aufgebaut zum willfährigen Werkzeug für seinen endlosen Kampf um den Ring des Nibelungen. Siegfrieds Untergang ist nahe. Hagen fordert ihn auf, von seiner Vergangenheit zu erzählen und bringt Siegfried schließlich gar so weit, dass er sich wieder zu seiner Liebe zu Brünnhilde bekennt. Am Ende schließt sich wie immer der Kreis. Der Weltenbrand sorgt für den Untergang und schafft zugleich die Möglichkeit eines Neuanfangs. Und es bleibt ein Hoffnungsschimmer, ein visionärer Zukunftsgedanke. Dass die Kraft der Liebe, wie sie auch Richard Wagner in seiner Musik aufscheinen lässt, letztlich doch Bestand haben wird.